Ahoi und guten Morgen aus Den Haag, wünschen euch die Kreuzfahrtmatrosen. Wir sind jetzt gerade hier vor unserem wunderschönen Hotel, dem Marriott Hotel. Und wir machen uns jetzt auf den Weg zum Strand, wollen uns mal den Strand ein wenig anschauen. Und auf dem Weg dahin werden wir euch ein paar Impressionen geben. Bis dann, ciao! Wir laufen jetzt gerade über den Strand, die Strandpromenade, und es ist echt wunderschön hier, wie man sieht, überall unterschiedliche Lounges, wo man essen kann, wo man was trinken kann. Raben, die uns über den Kopf da und uns fast mitnehmen. Also echt ein Traum hier in Scheveningen. Richtig, Tobias? Ja. Guten Morgen zusammen. Wir sind jetzt auf dem Weg in die Stadt Den Haag. Wir laufen gerade hier zur U-Bahn-Station und wollen uns mal ein bisschen die Stadt anschauen, mal gucken, was für Sehenswürdigkeiten hier gibt. Nehmt euch gerne mit. Tobias möchte auch noch einen Pulli kaufen und Schuhe. Aber die haben da nichts drin.
Schau, Tobias, wo gehen wir jetzt hin? Polygraphen? Pulli schauen. Zu Pull & Bear und zu Superdry. Guten Morgen, ihr Lieben. Wir haben jetzt gerade ausgecheckt aus unserem Marriott Bonvoy Hotel und machen uns jetzt auf den Weg nach Düsseldorf, wo wir dann in das Melina Hotel einchecken werden für eine Nacht. Und morgen geht es dann für uns auf Flusskreuzfahrt, die allererste. So, wunderbar, wir sind jetzt angekommen hier im Melina Hotel. Einchecken und alles war wirklich problemlos, haben die mit uns ganz toll gemacht. Wir haben hier eine Junior Suite gebucht und ja, es gibt halt einige Sachen im Moment gerade nicht durch dieses Corona. Minibar ist nicht gefüllt, es gibt keine Zeitschriften. Die Zahnputzbecher sind eingepackt in Folie und so weiter, aber es ist dennoch sehr annehmlich. Man muss im Hoteleingang auch eine Maske tragen, das ist so. Die ganzen öffentlichen Bereiche ist Maskenpflicht hier in einem Hotel. Aber gut, kann man mit leben, stört uns jetzt nicht. Wir wollen jetzt noch ein bisschen die Stadt unsicher machen, schauen uns noch mal ein bisschen das Rheinufer an, wo morgen dann unsere MS Lady Diletta anlegen wird. Schmeckt gut. Schmeckt gut. Oh, doch scharf. Im Nachgang scharf. Auf dem Weg zurück aus der Stadt, wo wir uns schöne Handtücher gekauft haben für das Schiff Diletta, freuen wir uns jetzt auf einen schönen gemütlichen Abend in unserem großen Hotelzimmer und schauen mal, was der Abend noch so bringen mag. Vielleicht gehen wir noch zum Vietnamesen, mal schauen. Und ja, bis morgen.